Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und der kann mich leider nicht weihen, der hier. Schade! Ich hätte gedacht, das wäre ein Geweihter oder ein Gesandter des Klosters. Dann werde ich mich mal hier beim Marktplatz etwas umschauen. Vielleicht gibt es da hier einen Geweihten. Vielleicht auch nicht. Wirklich? Schauen wir mal. Das ist ja interessant. Er redet einfach. Zeig mir deine Ware. Baltram, Moment. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wo kriege ich jetzt meinen Segen her? Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Was? Moment. Wo guckst du hin? Der guckt darüber zu diesem Stand. Interessant. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Zeig mir deine Ware. Interessant, dass da die Söldner sind. Das heißt, die könnte ich jetzt dort treffen. Ein Wolfszahn. Nee, warte mal, wie viel Stärke habe ich? Ich habe 25 Stärke. Zeig. Das heißt, ich könnte mir das edle Kurzschwert jetzt sogar anlegen. Allerdings brauche ich dafür halt so viel Gold, wie ich halt einfach leider nicht habe. Oh, hey, guck mal da. Das ist doch ein Geweihter von Innos, oder? Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Okay. Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich würde gerne einen Segen haben. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ach ja... Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Nun, du hast nicht viel, aber arm bist du auch nicht. 10 Goldstücke für Innos, wir sind ja genügsam. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Und der Halsabschneider, ganz offensichtlich. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Yep. Warte mal, was machst du denn hier? Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Gut. Okay, damit habe ich meinen Segen und kann mir von Torben die Zustimmung holen. Und hey, wen haben wir denn da? Der alte Pirat von draußen. Na, wie geht's dir? Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Okay, alles gut. Bin ja schon wieder weg.
Wie viel Gold habe ich? 21. Ich hatte 31. Das heißt, der hat mir ein Drittel meines Goldes abgenommen, die Sau. Ah, und das, obwohl das hier eigentlich die Kirche des Guten ist, ne? So. Weißt du, so hier, die Ausgleichgötter, die sind voll lieb und segnen mich einfach. Und die Guten, ja, die wollen aber Geld dafür. Ihm fortgespült wurden Bäume. Das finde ich heuchlerisch. Ja. Adanos überkam, aber das war ja. War das nicht auch im ersten Teil so? Nee, war es nicht. Aber da war es Schutzgeld. Entschuldigung, keine Segnung. Okay, Segnung ist dann doch ein bisschen was anderes als Schutzgeld. Aber trotzdem. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Ja, aber ich finde es trotzdem heuchlerisch von den Innos Geweihten. Ach, egal. Dann folge ich mal meinen Plan, hier als Bürger aufgenommen zu werden. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Oh oh, mir schwant Böses. Ich sollte vielleicht mal lieber speichern, bevor ich da reingehe. Nicht, dass da noch irgendwas außer Rand und Band gerät oder außer Kontrolle geht und fürchterlich schief läuft. Da ist Greta, hier sind ein paar Betten. Wertvolle Gegenstände sehe ich gerade nicht, leider. Aber eine Buchkommode mit Jagd und Beute, Feuerwarane. Dem kann man die Zunge entreißen. Und der Schattenläufer hat ein Horn und ein Fell, nehme ich an, ne? Und jedenfalls habe ich hier gerade 25 Erfahrungen bekommen. Und nähere mich somit. Hey, was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Genau. Damit bin ich einen Schritt näher auf meinem Weg dazu, Fälle abziehen zu lernen, um bei Bosper mich einzuschleimen. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um Matteo. Wie geht's dir denn? Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. So, verlasse so. Jetzt bitte mein Haus. Du hast das Gold also nicht. Naja, also verprügeln wollte ich sie nicht. Aber ich sehe es halt irgendwie auch nicht ein, ihr Gold für sie auszulegen. Wenn sie eh schon so viele Schulden Torben aufgelastet hat. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange? Das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Matteo hat ein berechtigtes Interesse daran und Torben... Naja, es ist seine Nichte. Von daher ist es eigentlich sein Risiko. Nein. Matteo wird sein Gold von mir zurückbekommen. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lema ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. Gut, immerhin ist er nicht so pisst, wie ich dachte. Puh, Glück gehabt. Mal schauen, ob ich jetzt endlich levele. So, hier bitteschön. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und?
Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Wow, damit habe ich schon von zwei Händlern die Zustimmung. Das ging ja einfach. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Ah, einer darf gegen mich sein. Das ist ja interessant. Ich habe leider immer noch nur 21 Gold. Ja. Gut, ich habe von zwei die Zustimmung. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Ich glaube, ich rede mal mit dem da. Halt, Fremder! Ich habe dich nicht durch dieses Stadttor kommen sehen. Das kann ja nicht ewig und so weitergehen. Und die Wachen am anderen Stadttor haben befehlt, keine Unbekannten in die Stadt zu lassen. Tja. Ich werde ein ernstes Wort mit den beiden reden müssen. Genau. Aber nun zu uns. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant, Lord Hagen, hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ist das eine Drohung? Was zur Hölle? Die falschen Leute gehört. Nee, kein Bock. Ich muss weiter. Warte, du kennst die neuen Gesetze der Stadt noch nicht. No. Später. Immerhin kann ich ihn nochmal fragen. Mal schauen, was die Stadtwachen jetzt dazu sagen, die mich vorhin aufhalten wollten. Na, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist ja lustig. Der will nicht mehr mit mir reden. Finde ich gut. Gut, und das hier ist dann wohl der Hinterhof von Matteo. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Warum? Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Na gut. Das ist ein bisschen traurig. Hörst du schlecht? Einen Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Ja, ist ja gut. Ich will ja nicht weiter. Ich will... das klappt nicht. Das war ein Fehler. Ey, warte mal. Jetzt spieß ich dich auf, Mistkerl. Was zum Henker? Warum tötet er mich? Das darf der nicht. Das ist gemein. Der tötet mich einfach. Dabei wollte ich doch gar nicht da rein. Ich wollte nur auf die Mauer hoch. Und an ihm vorbei. Zugegeben. Ich wollte ihn reinlegen. Sicher ein. Hey, du. Na gut, dann stelle ich das halt bei ihm nach hier. Bla 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 bla. Das Geld, das kennen wir alles. Dann verkaufen wir deine Klamotten. So. Die Truhe lasse ich in Ruhe. Moment. Hier drin konnte ich noch Erfahrung abstauben. So. Dann rede ich noch kurz mit Matteo. Ne, mit Torben erstmal. Mit Torben. Hey, reden. Dankeschön. Die hat 100 Goldstücke bei sich. Und Matteo kriegt sein Geld von mir. So. Und sein Lehrling ist wohl der, der da draußen steht, ne? Sieht so aus. Gut. Hilf mir bei eins nach der. Achso, Moment. Erstmal hier dein Gold. Ja. Genau, 100 Erfahrung für mich. Dann Hilfe. Hilf. Nochmal 100 Erfahrung. Du musst aber. Genau, den Tagebucheintrag hatte ich. Und. Das war's dann soweit, ne? Jetzt ist alles... Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz beim Alten. Ich muss noch kurz mit dem Paladin sprechen. Halt, Lothar. Fremder! Ich wäre mir da nicht so sicher. Zack, 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 zack. Und ich muss weiter. Warte, ist das wirklich... Später. Später, genau. So, und... Der Vollständigkeit halber... Halt! Das... Rede ich kurz mit dem. Warum? Der... Weil das beschlagnahmt wurde. Alles klar. Bist du schlecht? Was? Ich bin doch... Ganz langsam, ja? Ganz langsam. Ich bin wieder weg. Alles gut. Und du bist wohl der Lehrling. Hallo, Fremder. Von Matteo. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ja, nur Geld habe ich halt nicht allzu viel. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten.
Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ist das wirklich wahr? Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Davon lasse ich lieber die Finger. Zeig mir deine Ware. Oh, 12 Äpfel, die jeweils 8 Gold kosten. Wie viele kann ich mir denn leisten? 2, ist nicht so viel. Die hätte ich aber gerne. Brot brauche ich nicht. Ja, Fisch. Daraus kann ich Fischsuppe machen lassen im Hafen. Das heißt, die Fische würde ich gerne mal behalten. Und das Zeug hier brauche ich nicht, ne? Ich hab da meine so, dann kriege ich immerhin schon mal nochmal 4 Äpfel. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Es war und ehrlich gesagt, so, das da brauche ich auch nicht. Dann kriege ich nochmal 5 Äpfel. Jetzt muss ich irgendwie noch 8 Gold zusammenkratzen. Wo kriege ich die her? Meinst du, mir geht es besser? Finde ich irgendwie einen Ring oder so mal gefunden? Das hat er wirklich nicht verdient. Guck mal hier, ein Hammer. Das wundert mich nicht. Der Hammer war, glaube ich, von dem Hammer-Typ vorhin. So, wie genau. Du sagst. 4 Fackeln würde ich loskriegen. Muss aber nicht sein. Eine brauche ich ja noch. Ich habe so einiges gehört. Gold verkaufen geht nicht, stimmt. Der ist leider nichts wert. Feldknöterich. Ah, ich glaube, den braucht man für Tränke. Ich denke mal, ich werde schon noch eine bessere Waffe als eine rostige Axt finden. Damit kann ich mir genau den letzten Apfel leisten. Yay! So, vielen Dank. 22 Äpfel. Wo hast du das denn schon wieder her? Gut, aber ihr habt gesehen, es gibt da hinten ein kleines Warenlager hinter Matthäus' Haus. Und er meinte, er hat dort eine Rüstung, eine Lederrüstung. Und ich vermute mal, dass man da schon irgendwie hinkommen kann. Ich fände es zumindest arg traurig, wenn es nicht ginge. Deswegen probiere ich mal hier rüber zu hüpfen. Nein, so knapp. Das klappt wohl nicht. Kann ich nicht einfach direkt da hochklettern? Das müsste doch funktionieren, oder? Ach, schade, das funktioniert nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich rede mal kurz mit Torben, ob es was Neues gibt bezüglich des Geldes. Nein. Ich glaube, es gibt noch den einen Weg, der aber eigentlich mehr so Bug-Using ist. Und zwar kann man da wohl hochklettern, oder konnte man zumindest in früheren Versionen. Ich probiere das mal eben kurz. So müsste das funktionieren. Oh, tatsächlich, man kann hier hoch. Das ist ja bescheuert. Und dann müsste ich hier rüberspringen können. Und bin auf Matthäus' Dach. Yeah! Und jetzt kann ich hier runter. Und bin da hinten dran. Das Problem dürfte nur sein, wenn ich da jetzt versuche, vorne rum rauszugehen, wird er mich vermutlich versuchen, wieder abzuschlachten. So wie vorhin. Und deswegen... Oh, Bürgerkleidung. Sehr schön. Und deswegen werde ich mich, glaube ich, hier wieder auf den Weg über die Mauer... Oh, verdammt. Jetzt sag mir nicht, das geht nicht. Vielleicht, wenn ich über die Kisten gehe. Komm schon, das funktioniert, oder? Das ist nicht zu hoch. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Ah! Puh, Glück gehabt. Aber hey, ich habe... Was habe ich denn da? Ich habe Bürgerkleidung. Und ich habe eine Lederrüstung. Yeah! Lederrüstung. For the win. Damit komme ich jetzt aber wahrscheinlich noch nicht hoch, ne? Ins Lager, ins obere Viertel. Ich probiere das mal eben aus. Erstmal ohne Kleidung, ohne Rüstung. Mal schauen, was die Wachen so sagen. Und dann versuche ich es mit Bürgerkleidung. So, ich möchte zu Lord Hagen, bitte. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Wir können nur abwarten. Ich bin ein angesehener Bürger von Korenes. Lass mich durch. Du hast dich vielleicht bisher mit einigen der Meister aus der Unterstadt gut gestellt. Aber wenn du Bürger dieser Stadt wärst, wüsste ich davon. Versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Ich warne dich. Oh,
Oh, na gut. Wie wär's denn, welches denn hübscher? Die oder die? Ich glaube die. Ich bin ein Angesicht. Du hast dich vielleicht bis. Ach, verdammt. Das verstehen die, oder? Halt! Nur Bürger der. Ach, Mist, okay, die lassen mich nicht durch. Trotz Bürgerkleidung, schade. Dann kommt es also wohl nicht so sehr auf die Kleidung an, als vielmehr auf meinen tatsächlichen Status. Wie war das mit der Waffe, die ich tragen kann? Ich brauche noch 5 Stärke. Dann könnte ich ein bisschen mehr. Andererseits brauche ich halt meine 5 Punkte erstmal, um Fälle abziehen zu lernen. Gut. Dann frage ich mal Harad, was ich für den tun soll. Moment. Doch ja, ich rede mal kurz mit ihm. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Nö. Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Warte mal. Ich will doch bei einem anderen anfangen. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Natürlich. Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Okay, ja, nee, die Herausforderung nehme ich natürlich an. Das Problem ist jetzt halt nur, ich weiß ja, wo ein Ork ist, da vorne vor der Stadt. Allerdings werde ich den alleine nicht besiegen können. Und deswegen werde ich erstmal hier Konstantino fragen, was der denn von mir hält, beziehungsweise was ich für ihn tun muss, um bei ihm als Lehrling aufgenommen zu werden. Aber das gibt es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!